Herzlich willkommen zurück zur 19. Folge von Wolfenstein. Wir stehen immer noch vor der Tür. Und wir sollen immer noch das Schweißgerät finden für unseren guten Set. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo es ist. So. Moment, hier kann ich ein Loch reinmachen. Oh. Das schweißen wir uns doch mal glatt auf. Was ist denn das? Ach, das Schweißgerät. Moment. Noch einmal kurz den Akku aufladen. Ich glaube nicht, dass es so gut geht. Da passiert doch bestimmt noch irgendwas. Ja, nicht nach oben schwimmen? Warum schwimmt der jetzt nicht wieder nach oben? Na komm. Oh Gott. Na gut. So, wo kommen wir denn jetzt hier raus? Unser Rambo-Messer haben wir in der Hand. So, wie sieht's denn hier aus? Da bin ich wieder ins Bett. Ich konnte wegen des Lärms nebenan eine Weile nicht einschlafen. Am nächsten Morgen waren sie weg. Die ganze Familie. Einfach so. Was haben sie getan? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht was. Wir dürfen nicht auffallen. Nur eine verdorbene Frucht und der ganze Korb ist hinüber. Okay. Hier kommen wir wohl auch nicht weiter. Da wollen wir mal weiter schwimmen. Er muss aber gut die Luft hier anhalten. Okay, hier haben wir eine Leiter. Einmal nochmal kurz umschauen, dass ich hier nichts vergessen habe. Moment, hier vorne ist irgendwas. Wo sind wir denn hier? Ist hier unten irgendetwas oder ist das oben? Da geht gerade ein bisschen die Stimme weg. Limit erreicht. Sekunde, wo muss ich denn jetzt hin? Die Tür zu, das Limit ist erreicht. Ah. Ja, Moment. So. Dann nehmen wir ein bisschen Anlauf und dann klappt das auch mit dem Rüberspringen. Okay, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Okay. Naja. Oh, was haben wir denn da noch? Stroboskop. Ähm.
Okay. So, aufladen kann ich es nicht mehr irgendwo. Dann gehen wir mal weiter. Wo sind wir denn hier? Verstecken sich bestimmt irgendwo in den Bergen, vielleicht in den Alpen. Man hört ja so manches auf der Schwarz. Ja, vielleicht. So, wir gucken einmal kurz in den Raum rein. Hallo? Oh. Mal kurz unseren Laser aufladen. Aber sonst... gibt es hier nicht mehr viel. Hier sind irgendwie Decken eingestürzt. Aufschweißen kann ich hier nichts. Da kann ich ein paar Ketten durchsäbeln. Ups. Die Kammer kenne ich doch. Ich mag die Kammer nicht. Ich glaube, die kennen wir doch noch aus der dritten Folge. Warum hängen da jetzt Schränke, die ich einzeln runterschießen kann, wo die Aufladedinger drin sind? Irgendwie gefällt es mir nicht, ich weiß nicht. Warum hängen hier so viele davon rum? Ich habe irgendwie das Gefühl, die brauchen wir gleich. Möchte ich den Schalter umlegen? Eigentlich nicht, aber mir bleibt wohl nichts. Oh, mit davon ist eine Kiste. Okay, das ist HP. Ich lasse die mal da liegen. Oder komme ich hier durch? Okay, ich komme hier rein. Ja. Das hat jetzt gebracht? Nichts. Nochmal aufladen. So. Dann würde ich mal sagen, ich lege den Schalter um und mal schauen, was da so passiert. Aber vorher ändere ich nochmal den Modus. Oh Mann. Das konnte ich mir so etwas von nicht mehr denken. Wo ist der? Können Sie mal da hingehen? Schönen Dank auch. Oh. Yeah. Das war alles? Also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber... das war alles? Gut, nehmen wir die ganzen Sachen hier noch mit. So, da kam also einer raus. Und ich muss wohl hier weiter entlang. Oh. Okay. Gnädige Frau, ich kann solche Dinge nicht entscheiden. Wenden Sie sich bitte an das Bürgerinformationsbüro, ja?
Wissen Sie, wo es ist? Einfach die Straße runter und dann links, ein braunes Haus. Sie können es nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank, Herr Offizier. Okay, jetzt möchte die Frau eine Familie melden, weil das Kind Lippenstift benutzt hat? Hä? Ja, die Leute sind hier echt schon ein bisschen durch. Wenn die sonst keine Probleme haben. So, die Straße. Was? Öffnen auf der anderen Seite? Schade. Dann schweißen wir uns hier durch. Und nehmen das natürlich nochmal mit. Ach so. Na gut. Aber das Ganze durch, haben die das Ganze durch eine Kette gesichert. Hat denn jetzt auch nicht viel gebracht. So. Oh, hier gibt es sonst nichts mehr, ne? Das hier war auch alles verwinkelt, ey. Das Licht auf einmal hier rot, der Gang? Ach! Der Gang! Um ehrlich zu sein, möchte ich hier gerade nicht rauskommen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum möchte er nicht herauskommen? Aus dem ganz einfachen Grund. Arsch für ein lausiges Schweißgerät. Na gut. Ich habe Angst gehabt, weil ich die Waffe weiter in der Hand habe. Hier ist jetzt irgendwas passiert. Ah, aber da haben wir doch nochmal Glück gehabt. Hoffe ich mal zumindest. So. Wie komme ich da draußen jetzt hin? Du isst noch alles auf? Okay. Wenn wir ein U-Boot des Regimes stehlen wollen, muss Seth das Ding auf dem Tisch unbedingt reparieren. Und Sie helfen ihm dabei. Machen Sie das? Ja. Nur ich müsste auch noch mal irgendwie raus. Bombarde? Da ist so ein... Wo ist denn das überhaupt? Na gut. Geben wir ihm mal sein Schweißgerät oder wir schauen uns einmal kurz mal um. Hier hat sie sonst nichts getan. Hier liegt die Gitarre rum, die ich aber nicht nehmen kann. Hier sind ein paar Matratzen, die nachspuren. Na gut, ich gebe dir mal die Matratze. Ich gebe dir mal die Matratze, ich gebe dir mal das Schweißgerät. Ah, sehr gut, Riese. Sehr gut. Genau, was ich brauche. Ach. Würden Sie Anja bitte diese Notiz bringen? Sie braucht die Frequenz des Transponders, um ihn zu verfolgen. Als wäre ich der gottverdammte Botenjunge. Du hast jetzt die ganze Zeit auf mein Schweißgerät gewartet, oder? Du konntest in der Zeit jetzt auch nicht wirklich viel machen. Und du hast zwei gesunde Beine. Ach, ich sag mal nichts. Spielen wir halt den Botenjungen. Anja. Anja? Was schreibst du denn da? Ja. Anja. William. Hast du einen Augenblick?
Hast du Blaskowitsch gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ich will das. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Das wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Hören Sie zu, Blaskowitsch. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Dies ist Phase 1 des Plans, Zugang zu Sets unter Wasserversteck zu erhalten. Dringen Sie mit dem Tunnelgleiter in das Waffendepot in den Berliner Katakomben ein. Anya verfolgt Ihre Position per Transponder und gibt Ihnen taktische Unterstützung. Viel Glück, Blaskowitsch. Das Wasser ist tief. William, kannst du mich hören? Ja. Du musst die Abwassertunnel durchqueren, um in die Katakomben von Berlin zu gelangen. Mhm. Ich werde dich hindurch lotsen. Die haben mir so viele Jahre gebraucht, um das Ding fertig zu bauen. Da musste nur so ein Set um die Ecke kommen mit so einem Schweißgerät in der Hand und der... Oh. Schauen wir hier doch nochmal rein. Rüstung. Wo sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Ja, na gut. Das Ding sieht ja jetzt nicht so stabil aus, also ich glaube ja nicht, dass er wirklich viel daran gemacht hat. Das war ja eigentlich schon fast fertig. Ich steig mal ein. Okay. Wo muss ich hin? Anja? Ach da. E zum Verlassen? Also ich kann das Ding jetzt echt zwischendurch auch noch verlassen? Oh Mann. So. Mal hoffen, dass hier nirgendwo einer ist. Ups, falsche Taste, ich wollte M drücken. Gibt es hier irgendwelche tollen Verstecke, irgendwelche Easter Eggs? Du musst vielleicht unterwegs den Tunnelgleiter verlassen, um Hindernisse auf dem Weg zu beseitigen. Aber verliere ihn nicht aus den Augen. Er ist deine einzige Sauerstoffquelle. Oh. Okay. Ich war noch ein Kind. Die Algenblüte waren voll im Gang. Bin ins Wasser, weil ich nicht auf meinen Vater hören wollte. Fühlte sich an, als würde meine Haut verbrennen. Wo sind wir hier? Das ist in Berlin? Okay. So, weiter geht's. Das heißt? Okay, ich habe die Option, da hinten hinzufahren. Ich schaue mich aber eben kurz mal hier um. Einige Bereiche könnten für den Tunnelgleiter zu schmal sein. Du wirst schwimmen müssen. Hä? Was ist das hier, oder was? Ne, hier nicht.
Aber ich könnte hier durch. Mal schauen. Ach komm. Weißt du, der quetscht sich durch so ein komisches kleines Gitterchen. Aber komm da nicht durch. Okay, haben wir irgendeine Statue hängen? Liegen? Kaputt? Da oben geht's wohl auch nicht wirklich weiter. Andererseits, ich könnte die Kette zerschießen. Ich kann aber auch da durch, Moment. Hast ja noch ein bisschen Luft, Junge, ne? Der will den Modus nicht ändern. Hallo? Der ändert den Modus nicht. Ich glaube, ich muss mal eben kurz zurückschwimmen. Der kriegt fast keine Luft mehr, glaube ich. So, einmal kurz Luft tanken. Und weiter geht's. Fiel in den Teich bei den Stellen. Danach klebten an meinem ganzen Körper Blutegel. Da zahlen viele Geld für. Schmierig, schmutzig, Blutegel. Trotzdem zahlen da viele, glaube ich, Geld für. So. Und weiter geht die Fahrt. Ups. William, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe in diesem Tagebuch gelesen, das mir meine Großmutter gegeben hat. Es gehörte meiner Cousine Ramona. Sie hat mit uns in der Klinik gearbeitet. Sie ist tot, aber sie hatte viele Geheimnisse. Und es gab niemanden, dem sie etwas anvertrauen konnte. Darum hat sie alles aufgeschrieben. Ich sende dir die Tagebucheinträge an dein Audiologbuch. Wenn du Zeit hast, hör doch mal rein. Ich bin erst 3 Tage wieder zu Hause und jetzt hat das Regime unsere Stadt besetzt. Sie haben Jakub Brozek ermordet. Kopfschuss. Sein Pferd war ihnen im Weg. Er hat mir das Küssen beigebracht. Ich muss etwas unternehmen. Nicht enthüllt, okay? Gut, wir haben jetzt einen Tagebucheintrag. So, hier geht's wohl nicht weiter. Moment. So. Hallo? Nicht nach oben. Oh, ich glaube, hier will ich nicht unbedingt rausfahren. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, mit dem Ding hier rumfahren. Der Bereich, in dem du jetzt bist, ist schon länger außer Betrieb. Aber man kann die Anlagen sicher noch manuell bedienen. Okay, der Manuel kann die ganzen Pumpenräder bedienen. Gut, ab nach oben. Jep, so, da sind wir oben. Achtung, Lebensgefahr, Hochspannung. Radio ist verboten. So. Was? Bitte Abschnitt 301 beachten. Dann wollen wir mal den Hebel umlegen. Ja, aber den Hebel legen wir dann aber doch erst in der nächsten Folge um. Wir konnten doch noch für den guten alten Seth das Schweißgerät besorgen und wir konnten Anja eine Nachricht übermitteln, die uns Seth noch gegeben hatte, und Anja hat sich auch sofort bei uns bedankt.
Und jetzt sind wir mit dem, naja, Ein-Mann-U-Boot unter Berlin unterwegs. Und da wollen wir mal schauen, wo wir da noch auskommen. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr morgen bei Wolfenstein wieder dabei seid. Bis morgen. Nach Neu-Berlin, ein Getriebener von meiner Not. Den Rest meiner Tage bleib ich dort, dort bei dem Hausabend.